Die Datenschutzgrundverordnung legt als europäisches Gesetz einheitliche Regeln für den Schutz personenbezogener Daten in Europa fest. Sie tritt mit 25. Mai 2018 in Kraft und betrifft auch die öffentliche Verwaltung und damit auch die Schulen und Universitäten. Inhaltlich festgelegt werden etwa Informationspflichten und Dokumentationspflichten für Institutionen auf der einen Seite, die personenbezogene Daten verwenden, aber auch Rechte der Betroffenen, also der Schülerinnen und Schüler. Konkret besteht zum Beispiel das Recht auf Auskunft, welche Daten von der Schule erhoben werden, oder das Recht auf Löschung von Daten, die von der Schule nicht mehr benötigt werden. Die Datenschutzgrundverordnung schafft erstmals einen einheitlich europäischen Rahmen, der auch auf die digitalen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts reagiert. Im Unterricht werden heute immer mehr elektronische Lernprogramme verwendet, aber auch für unterschiedliche Projekte personenbezogene Daten gesammelt. In einem ersten Schritt ist es wichtig, überhaupt zu erkennen, was personenbezogene Daten sind. Diese liegen oftmals viel schneller vor, als das einem bewusst ist. Personenbezogene Daten sind nicht nur Name oder Adresse der Schülerin oder des Schülers, sondern etwa auch ein Foto oder eine Notiz einer Lehrerin oder eines Lehrers, die sich auf einen Schüler oder eine Schülerin bezieht, oder eben auch ein Eintrag in einem Online-Forum. Generell ist es wichtig zu erkennen, wann überhaupt personenbezogene Daten von Schülerinnen und Schülern aufgezeichnet werden. Die Datenschutzgrundverordnung sieht eine besondere Kategorie von Daten vor, die als besonders schützenswert gilt. Und diese bezieht sich etwa auf die ethnische Herkunft, religiöse Überzeugungen oder Gesundheitsdaten. Im Schulkontext sind daher etwa Daten des Schularztes oder der Schulärztin relevant oder etwa Essgewohnheiten von Schülerinnen und Schülern, die am Schulausflug teilnehmen. Bei Verarbeitung dieser besonderen Kategorien von Daten ist darauf zu achten, dass sie nur für jene Zwecke verwendet werden, für die sie erfasst worden sind, und dass, wenn erforderlich, eine Einwilligung eingeholt wird, diese Daten auch verwenden zu dürfen. Es ist jedenfalls eine grundlegende Sensibilität für die Prinzipien des Datenschutzes erforderlich. Damit angesprochen ist etwa die Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung, die Verwendung der personenbezogenen Daten für festgelegte Zwecke oder der Grundsatz der Datenminimierung. Für den Unterricht bedeutet das, dass wenn die Schülerinnen bei einer Veranstaltung von externen Anbietern mitmachen, eine Einwilligung erforderlich sein wird, um ein Foto auf eine Webseite zu stellen. Es bedeutet aber etwa auch, dass Lehrerinnen und Lehrer, wenn sie Notizen über Schülerinnen machen und diese an andere weitergeben wollen, die Zweckmäßigkeit berücksichtigen müssen. Und schließlich bedeutet es auch, dass die Daten der Schülerinnen und Schüler, die etwa in E-Mails gesammelt werden, am Ende des Semesters oder des Schuljahres gelöscht werden. Ein wichtiger Grundsatz im Datenschutz ist auch die Datensicherheit. Und damit ist nicht nur angesprochen die Einrichtung von Firewalls gegen Hackerangriffe, sondern auch einfache organisatorische Maßnahmen. Man denke etwa an einen USB-Stick mit Schülerinnendaten, der in einer Klasse im Computer stecken gelassen wird. Und die Frage ist, wie kann man das verhindern? Eigentlich mit ganz einfachen Maßnahmen, zum Beispiel diesen USB-Stick an seinem Schlüssel anzubringen und auf diese Weise sicherzustellen, dass eben die Schülerinnen-Daten nicht in falsche Hände geraten. Die Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung hängt zuallererst davon ab, ob diese für die Erfüllung einer Aufgabe, die im öffentlichen Interesse liegt, erforderlich ist. Es bedarf daher einer gesetzlichen Grundlage,
die der Institution und damit auch der Schule eine spezielle Aufgabe zur Wahrnehmung überträgt. So ist es klar, dass im Bereich des Schulwesens es erforderlich ist, dass die Schule über die Namen, Adressen, Erziehungsberechtigten ihrer Schülerinnen und Schüler personenbezogene Daten verarbeitet. Ebenfalls davon umfasst ist, dass Lehrerinnen und Lehrer über die Leistungen ihrer Schülerinnen und Schüler Aufzeichnungen führen oder Noten eintragen oder ein Klassenbuch führen. Die Verwendung von Online-Plattformen, die von öffentlichen Institutionen zur Verfügung gestellt werden und deren Daten nicht an Dritte weitergegeben werden, sondern ausschließlich für den Unterricht verwendet werden, ist auch noch von der Aufgabenerfüllung umfasst. Sobald allerdings personenbezogene Daten zu anderen Zwecken, etwa um mehr über das Lernverhalten von Schülerinnen und Schülern zu erfahren oder zu Werbezwecken gespeichert werden, bedarf es einer datenschutzrechtlichen Einwilligung, um diese Daten rechtmäßig verarbeiten zu können. Als Ausnahme von der Einwilligung können aber auch etwa der Schutz lebenswichtiger Interessen der betroffenen Person, also der Schülerinnen und Schüler, genannt werden, wenn also etwa bei einem Unfall in der Schule personenbezogene Daten an Rettungsorganisationen weitergegeben werden. Die Datenschutzgrundverordnung sieht diesbezüglich als allgemeine Regelung vor, dass die Einwilligung von Jugendlichen erst ab dem 16. Lebensjahr als gültig anzusehen ist. Es besteht aber die Möglichkeit für jeden Mitgliedstaat, von dieser Regelung abzuweichen. Und in diesem Sinn hat etwa Österreich in seinem Datenschutzanpassungsgesetz von dieser Ausnahmemöglichkeit Gebrauch gemacht und sieht nun vor, dass die datenschutzrechtliche Einwilligung von Jugendlichen bereits ab dem 14. Lebensjahr selbst gegeben werden kann. Die datenschutzrechtliche Einwilligung muss von der Schule nachgewiesen werden können. Insoweit ist eine schriftliche Einwilligung erforderlich. Bei der datenschutzrechtlichen Einwilligung müssen klar sichtlich sein, welche Daten erfasst werden und zu welchem Zweck. Online-Angebote sind nicht beliebig zu verwenden, sondern es sind diese insbesondere im Hinblick auf die Weiterverwendung von personenbezogenen Daten der Schülerinnen und Schüler für andere Zwecke zu überprüfen. Diesbezüglich empfiehlt es sich generell, eine datenschutzrechtliche Überprüfung von einem Datenschutzbeauftragten oder einer Zentralstelle einzuholen und nicht eine beliebige kommerzielle App aus dem Internet herunterzuladen. Die möglichen Probleme sind nämlich vielfältig. Online-Lernumgebungen können personenbezogene Daten von Schülerinnen und Schülern außerhalb der Europäischen Union speichern, personalisierte Analysesoftware verwenden, um mehr über das Lernverhalten von Schülerinnen und Schülern zu erfahren, oder personenbezogene Daten an Dritte, etwa Verlage oder andere Werbeunternehmen, weiterzugeben. In allen Fällen bestehen unterschiedliche datenschutzrechtliche Problemstellungen, die es zu berücksichtigen gilt.